Einen wunderschönen Mittwochabend, liebe Graz 99ers-Fans. Nach dem gestrigen Spiel wird es sicherlich ein lustigerer Fan-Talk als in der Vorwoche, zumindest was das Ergebnis angeht. Und ich würde sagen, wir holen gleich unseren heutigen Gast ins Bild. Herzlich willkommen, Adis Alagic. Hallo Adis, wie geht's dir? Servus, danke bestens. Das hört man sehr gerne. Ja, gestern fulminant 4:1 gewonnen gegen die Vienna Capitals. Wie ist die Stimmung bei dir, beziehungsweise wie ist die Stimmung in der Kabine nach dem gestrigen Spiel? Ja, ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Sieg für uns, für die Mannschaft war. Die Stimmung ist auf jeden Fall wieder besser jetzt nach dem Sieg und ich glaube, dass das sehr verdienter Sieg war gestern. Auf jeden Fall, also vor allem das Ende vom zweiten Drittel war richtig stark. War Wie stark, ja. kannst du dir als Profi das erklären? Wie geht es, dass du innerhalb von 3, 4 Minuten 3 Tore fallen? Das ist ja. Ja, ich glaube, dass es wichtig war, dass wir einfach geduldig spielen. Das haben wir in den letzten Partien auch schon probiert, einfach Geduld bewahren. Und dann fällt eben ein Tor irgendwie und dann kommt das zweite, das dritte, dann ist man eben in so einem Fluss. Und dann spürt sich's einfach leichter. Auf jeden Fall, das hat man dann auf jeden Fall gesehen, dass es da leichter von der Hand gegangen ist, als wie nach dem 0 zu 0. Ja, liebe Fans, ihr Ja. könnt natürlich im Chat gerne Fragen an den Adi stellen. Ich stelle sie ihm dann weiter. Adi, jetzt hat man gestern gegen die Wiener wieder gesehen, gegen die läuft es heuer einfach gut. Wo, an was kann das liegen, dass es gerade gegen die Wiener heuer so gut gelaufen ist bis jetzt? Ich glaube, dass für uns als Mannschaft einfach dieses schnellere Tempo, dass uns das besser liegt. Und ich glaube, dass wir generell gegen bessere Mannschaften besser spielen, wenn wir auch nicht unbedingt jetzt das Spiel machen müssen, sondern auch auf Konter gehen können. Und ich glaube, dass wir eine sehr gute Mannschaft sein und da der Tabellenplatz zurzeit vielleicht nicht ganz das präsentiert, wo wir als Mannschaft stehen sollten. Du hast schon die Mannschaft erwähnt. Über Instagram ist die Frage reingekommen, wer denn dein Lieblingsmitspieler ist zurzeit bei den Graz 99ers. Gibt es da einen, mit dem du dich ganz besonders gut verstehst? Ah, ich glaube, ich habe mit jedem Spieler jetzt schon einmal zusammengespielt in der Linie. Es funktioniert eigentlich mit jedem gut, einen bestimmten Namen jetzt zu nennen. Boah, schwierig, schwierig. Aber ich spiele generell eigentlich auch gern mit jungen Spielern zusammen und das macht Spaß, ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, du hast schon gesagt, also du hast viel Spaß beim Spielen in Graz. Es ist ja, wenn ich mir deine Elite-Prospect-Statistiken anschaue, die bis jetzt erfolgreichste Saison in der höchsten Spielklasse. Was hast du heuer noch vor? Wie weit soll es noch gehen heuer? Ja, die Ziele der Mannschaft stehen natürlich im Vordergrund. Das ist einmal das Wichtigste und ich werde alles dafür tun, dass die Mannschaft so gut wie möglich spielt, dass ich da Unterstützung bringen kann. Selber persönlich, ja, wie gesagt, das, was der Trainer mir aufgibt, das werde ich probieren umzusetzen und ja, es geht um mehr als nur mich. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, bis jetzt wirklich super Spiele von dir. Schauen wir kurz nach auf Instagram. Ja, vielleicht fangen wir auch bei dir. Wir haben auch die anderen Spieler im Fantalk immer gefragt, von vorne an. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Ist das einfach als Kärntner, kriegt man die Eislaufschuhe ins Kinderbett oder wie war das bei dir? Also, mein Papa ist in Jesenice geboren und aufgewachsen. Da ist Eishockey auch ganz, ganz groß. Und er ist dann irgendwann in Österreich gezogen, auch wegen einem Eishockey. Und hat dann eben in Kärnten, in Steinendorf Eishockey gespielt. Und ich habe dann, natürlich bin ich dann in die Fußstapfen getreten von meinem Papa, war mit 3 Jahren das erste Mal am Eis. Und ja, es war immer mein Traum, Eishockeyspieler zu werden. Und du hast es ja dann auch geschafft beim VSV. Wie war die Zeit in Villach? Vermisst du Villach und den VSV ein bisschen? Oder sagst du? Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ich meine, ich bin da daheim, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse natürlich die Teamkollegen. Man hat immer mit Spielern zusammengespielt, mit denen man schon ganz, ganz jung war, zusammen war in der Mannschaft.
Und generell Villach ist was Eigenes für mich und natürlich sehr, sehr verbunden mit der Heimat. Ich kenne es als Grazer, kenne ich es jetzt nur von Fußball, wenn es so eine Rivalität gibt. Wie ist das in Kärnten mit dem Eishockey? Nennen wir es Derby, Villach gegen Klagenfurt. Kann man das vergleichen mit einem Derby GAK gegen Sturm oder Rapid gegen die Austria? Oder ist das vielleicht sogar noch was Größeres, in Kärnten als die Fußball-Derbys? Ja, ich glaube, dass man es das ziemlich gut vergleichen kann. Ja, man wird als Kind wird das schon an eingetrichtert. Rot ist einfach schlimm. Und ja, und dann, wie soll ich sagen? Ja, die Rivalität ist immer da und das ist immer ganz was Besonderes, gegen Klagenfurt zu spielen, ja, auf jeden Fall. Wie ist das jetzt mit einem mehr oder minder roten Meister als Co-Trainer zu spielen oder unter ihm zu spielen? Wie meinst du das jetzt? Ja, mit dem Patrick Harrand, der ist ja amtierender Meister, glaube ich, Ja, im KC. ja, Gibt es da immer Reibungspunkte oder sagt ihr, ja. Nein, überhaupt beide nicht. seid jetzt bei Graz und ihr versteht euch alle gut? Na, ja, wir sind jetzt beide in Graz und wir verstehen es natürlich gut. Ja. Was vor 2 Jahren war, ist eine andere Geschichte. Alles klar. Du hast es ja schon gesagt, dein Papa ist in Jesenice geboren. Wie war das dann für dich? Du hast ja 2017, 18 bei Jesenice gespielt. Wie war das für dich, in der Geburtsstadt von deinem Papa zu spielen? Es war auf jeden Fall ganz was Besonderes. Man hat mich natürlich durch den Namen auch gekannt und Jesenice ist eine kleine Stadt. Ich war als Kind da immer oft in Jesenice. Und ja, ich glaube, dass es auch für mich eishockeymäßig ein sehr wichtiger Schritt war, einmal einen Schritt zurückzugehen, um jetzt wieder 2 noch vorzumachen. Und ja, habe ich auf jeden Fall mehr Verantwortung gehabt und ja, es war super. Und wir sind natürlich auch als slowenischer Meister geworden. Es hat auch Spaß gemacht, ja. Das hört man sehr gerne. Und dann hat es noch eine Station gegeben, da hat es eben auch auf Instagram die Frage gegeben, du warst ja in Lustenau, auch in der Alps Hockey League. Wie war deine Zeit dort und vermisst du Lustenau auch ein bisschen? Ich glaube, ich vermisse jede Stadt, wo ich einmal gespielt habe, irgendwie. Und ich meine, die Zeit, die kriegt man nie mehr zurück. Es ist überall, wo ich jetzt gespielt habe, war immer irgendwie ein bisschen anders. Und Lustenau war natürlich auch sehr speziell. Haben natürlich, ich glaube, das Größte ist, dass man die Leute, die man kennenlernt und Freunde, die man gewinnt. Und natürlich vermisst man das auch, ja. Hat es da Und Lustenau vielleicht, natürlich auch, ja. hat es in Lustenau irgendwie sprachliche Barrieren gegeben? Ja, am Vorarlbergerisch Anfang und schon, Kärnten ja. gibt es irgendwie. Ja, am Anfang hat es schon Barrieren gegeben, aber nach ein paar Wochen kennt man sich schon noch ein bisschen besser aus. Ja. Ja, seit heuer, seit dem Sommer bist du in Graz. Durch die Corona-Pandemie wirst du jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel von Graz gesehen hat, aber gibt es irgendwie Dinge, die du in Graz besonders schätzt bis jetzt? Also generell das Team, die 99ers schätze ich sehr, den Club, den Verein. Mir taugt es da, ich finde es auch super mit der neuen Halle und man fühlt sich so wohl da. Jetzt haben wir eine neue Kraft gekommen und es ist sehr, sehr professionell. Von der Stadt, so wie du es schon angesprochen hast, ist es natürlich schwierig. Ich meine, ich war natürlich schon öfters in der Stadt, in der Umgebung, aber man spürt nicht richtig das Leben durch die derzeitigen Maßnahmen natürlich. Aber mir gefällt es da super und ich habe natürlich da auch wieder neue Freunde gefunden. Und wie gesagt, es macht auch Spaß, ja. Schauen wir da nach. Der Hockey Clemens lässt fragen, wie alt du bist. 26. 6, also eigentlich das beste Eishockey-Alter mit Ja. 26. Und weil wir jetzt ja schon über Graz gesprochen haben, Only Fishing fragt, ob du weiterhin fest entschlossen bist, in Graz zu bleiben. Also hast du den Plan, dass du auch nächste Saison in Graz spielst oder wie schaut es da aus bei dir? Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einen Plan habe, dass ich da bleibe, aber natürlich würde ich sehr gerne da bleiben. Und ich meine, das entscheidet nicht ich selber, das spielen mehrere Faktoren mit, wie das nächste Jahr ausschaut. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl hier.
Und ich muss schon sagen, dass ich gerne bleiben werde, auf jeden Fall. Also die gleiche Antwort wie auch vorige Woche der Michi Schichel und auch hier wieder Ja. liebe Grüße an den Bernd Vollmann, falls er zuschaut. Er soll sich mal was überlegen, wie wir da weiter tun. Jetzt schauen wir da noch nach. Jetzt die typisch Nora lässt noch fragen, wie es ist, im Grazer Team zu spielen. Ich glaube, du hast ja doch mehr Eiszeit und auch Aufgaben als noch bei Villach. Wie siehst du deine Aufgaben in Graz zurzeit? Neben dem Als Tore schießen, Spieler. als Spieler, ja? Ach so, was, ja. Ich glaube, dass der größte Unterschied von heuer zu letzter Saison in Villach ist, dass wir in Graz einfach vier Top-Sturmlinien haben und der Trainer hat das auch letztens gerade angesprochen, dass bei uns nicht die ersten zwei Linien fürs Torschießen verantwortlich sein, die anderen zwei, die nächsten zwei fürs Verteidigen, hart spielen. Sondern einfach vier gleich starke Linien haben. Das soll auch das Ziel sein, dass man mit vier Linien durchgehend mit Tempo fahren können. Und man hat es auch gestern wieder gesehen, dass vier verschiedene Linien eigentlich die Tore geschossen haben. Und ja, wie gesagt, jeder soll die Tore schießen, natürlich keine Tore kriegen. Und ich glaube, wenn das jede Linie die Verantwortung für das übernimmt, können wir sehr, sehr weit kommen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr weit kommen. Was erwartest du dir jetzt noch von den nächsten oder den abschließenden Spielen im Grunddurchgang? Es sind ja einige wirklich schwierige Gegner dabei. Ja, ich glaube, dass die Liga einfach ausgeglichen ist. Es kann jeder jeden schlagen. Wir sind eine gute Mannschaft. Ich glaube, dass wir gestern für uns selber mal wieder gezeigt haben, wie gut wir eigentlich sein können. Und wenn wir so spielen wie gestern, ist, glaube ich, alles offen. Und ja, wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel schauen, jede Partie versuchen zu gewinnen und dann schauen wir am Ende, was dabei rauskommt. Ja, hoffentlich kommen dann die 8 Zusatzpunkte und die Qualifikation fürs Playoff dazu. Da im Chat hat jetzt Gotto Beform gefragt, dein Spitzname in Jesenice war Addis Diamante. Wie genau hat sich dieser Spitzname ergeben? Und die zweite Frage, die vom Fan gekommen ist, würdest du den auch gerne in Graz hören, wenn dann wieder Fans rein dürfen ins Stadion? Also zur ersten Frage mal, wie der Spitzname gekommen ist. Ich glaube, dass die Fans einfach irgendwie auf das gekommen sein. Auf einmal habe ich es in der Halle gehört, Addis Diamante und war natürlich lässig, das zu hören. Und zur zweiten Frage würde ich gern hören in Graz. Gefällt mir sehr gut und es passt auch zu mir, finde Es ist allerdings richtig. Also dann hoffen wir, dass unsere ich. Fans ganz bald wieder ins Stadion dürfen, zuhauf und dann dich als Addis Diamante anfeuern können. Der Hils hier fragt jetzt noch wieder eine kärntenbezogene Frage, ob du ein paar Tipps hast für die besten Teiche und Seen in Kärnten für Freilufthockey. Was kannst du da ganz besonders empfehlen? Boah, für Freilufthockey. Ja, ist immer die Frage, welcher See zugefroren ist. Aber wenn ich jetzt schnell überlege, ja, kommt drauf an, Fackersee ist schön, dann Eichwaldsee, kann man sich merken, ist auch ein kleinerer See, der ist dann eher zugefroren. Was noch? Das war es eigentlich, fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich nichts ein. Aber Eichholzsee ist in der Nähe von Villach. Ja, das war, glaube ich, ein guter Tipp. Da kann man dann wunderbar auch Freiluft-Eishockey spielen. Auf jeden Fall. Nachdem du ja jetzt bald zum Covid-Test musst, vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Fragen. Eine Frage, vielleicht etwas persönlicher und wahrscheinlich auch so eine Art Glaubensfrage. Mars oder Twix, wo bist du da eher daheim? Sneakers. Also. Snickers, wunderbar. Und die andere Frage, die mich persönlich jetzt interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das in Graz schon bekommen hast, aber präferierst du ein steirisches Bockhändl oder die Kärntner Kasnudel?
Kärntner Karsten. Wunderbar. Ja, am Freitag geht es dann in Bozen gegen den HC Bozen. Was können sich die Fans und was können wir oder was erwartet ihr euch von diesem Spiel? Was wir uns von dem Spiel erwarten. Ja, Bozen ist wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Liga zurzeit. Ich glaube, dass es ein schnelles Spiel wird, ein sehr enges Spiel. Und dass wir einfach 100% geben müssen. Und ich glaube, dass wir dann gute Chancen haben. Wunderbar. Wir haben auch schon heuer gegen Bozen gewonnen, von dem her. Ja. Also ihr fahrt mit breiter Brust, vor allem nach den letzten beiden Spielen nach Bozen und wollt drei So ist Punkte es. mit nach Hause nehmen. So Ja, ist es. wunderbar. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Fragen beantworten. Viel Spaß beim Covid-Test. Wir hoffen, dass Danke. er negativ ist und dass alle gesund nach Bozen kommen und auch wieder zurück. Vielen herzlichen Dank an alle Fans fürs Dabeisein. Den nächsten Fan-Talk gibt es dann nächsten Mittwoch. Und ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Mittwochabend. Bis bald.